Hallo Sammler und Fallsteller, heute habe ich einen kleinen Ausritt mit meinem 23-Euro-Fahrrad gemacht. Bin hier durch die Straßen gefahren. Heute hatten wir super Wetter, der Himmel war blau, es waren immer noch 15 Grad und während der Tour ist mir eine Haushaltsauflösung aufgefallen, die ich dann im Auge behielt. Ich habe also eine kleine Runde gedreht, bin da nochmal hin und dann stand da ein Waschkorb voll mit Schrott. Schrott. Ich habe die Jungs gefragt, was macht er damit? Und die sagten, kannst du alles mitnehmen? Und das habe ich gemacht. Ich habe mir die schönsten Sachen rausgesucht. Und was dabei war, das zeige ich euch jetzt. Ja, dieser Tisch voller Werkzeug lag in einem Wäschekorb am Straßenrand. Eine Haushaltsauflösung. Eine Wohnung wurde komplett leer gemacht. Und dieses Werkzeug lag in der Schrottkiste. Und ja, ich dachte mir, ist irgendwie ein bisschen zu schade. Und habe alles mitgenommen. Zum Beispiel dieses Metalllineal. Ein Anreißwinkel, der ein bisschen Flugrost mitgekriegt hat. Dann habe ich jede Menge Feilen mitgenommen. In allen möglichen Variationen. Eine Rund-, eine Halbrundpfeile. Eine Flachpfeile. Eine feine. Eine schöne scharfe noch. Mit ein bisschen Aluminiumresten drin. Eine kleine Pfeile. Eine Dreieckpfeile, eine kleine Dreieckpfeile, ein Maßband, Zangen, einfache Kneifzangen, keine Markenprodukte, aber trotzdem zu schade, finde ich. Obwohl hier, schauen wir mal, was haben wir denn da? Von der Firma Heller eine Kneifzange. Hier haben wir eine Fliesenzange, einen kleinen Engländer, eine Maurerkelle, unbenutzte, teilweise unbenutzte Pinsel, kann man immer gebrauchen. Zwei Märklin, ein Güterwagen und ein Personenwagen. Eine Klemme, ein Stanzeisen. Ich schätze mal, das ist ein Uhrenschlüssel. Eine feine Zange. Ein Schraubenzieher, der hier oben Bits aufnehmen kann. Eine Gabelkneifzange von Aldi. Deutsches Markenprodukt. Wunderbar. Ein Radmutterlöser. Ein kleiner Imbus mit einem ungewöhnlichen Griff. Eine Säge. Ein Rührspatel für Farbe. Ein Tapetenroller. Kleine 4 mm, 7 mm. Kerzenschlüssel. 6 und 7 mm und 9, 2 mal 9 mm. Ja, einfach zu schade, um es einfach wegzuwerfen. Ein paar Bohrer.
waren auch noch dabei. Radspeichen waren jede Menge dabei. Und der absolute Hammer sind diese Schlüssel. Maulschlüssel made in Italy von der Firma Campagnolo. 15, 16er, zweimal, dreizehn, vierzehner, zweimal und von der Firma Cobra Special Tools, auch aus Italien, dieser Schlüssel, den kenne ich jetzt nicht so ganz genau. Das scheint auch ein Fahrradschlüssel zu sein. Ja, das sind im Großen und Ganzen alle Sachen, die ich heute aus dem Schrott geholt habe. Nur ein Teil fehlt noch und das zeige ich jetzt. Ein Teil fehlt noch und das ist das hier. Das ist ein Fahrradzentrierständer. Wunderbar, kann man jetzt schlecht sehen, ne? Ein wunderbarer Fahrradzentrierständer, habe ich gesucht. Normalerweise zentriere ich die immer in einer Vorderradgabel. Aber jetzt habe ich einen Zentrierständer. Da fehlt zwar ein Teil hier oben. Dieses Teil fehlt auf der anderen Seite. Aber der Rest ist perfekt. Ne? Was willst du mehr? Da hat sich der Ausflug mit dem Rad heute mal gelohnt. Ich hoffe, euch hat mein Ausflug in die Welt des Schrotts, des städtischen Schrotts gefallen.